Nach der Rückkehr von mehr als 100 Deutschen aus China wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ist in einem Fall eine Infizierung offenbar nicht auszuschließen. Insgesamt wurden 11 Passagiere nach offiziellen Angaben in die Universitätsklinik in Frankfurt am Main gebracht. 10 von ihnen wiesen zwar medizinische Beschwerden auf, diese stünden aber nicht mit Corona oder ähnlichen Erkrankungen in Verbindung. Der Luftwaffen-Airbus war am Samstag in Frankfurt am Main gelandet. Die Rückkehrer wurden umgehend auf Symptome untersucht. Diejenigen ohne Symptome sollen in einer Kaserne in Germersheim in Rheinland-Pfalz 14 Tage in Quarantäne verbringen. Erst dann ist sichergestellt, dass Infizierte das Virus nicht weiter verbreiten können. Nach neuesten Angaben sind mittlerweile 9 Deutsche erkrankt. Zuletzt meldeten die Behörden in Bayern eine Infektion. Aus Spanien wurde der Fall eines infizierten deutschen Touristen gemeldet. In China stieg die Zahl der bestätigten Infektionen nach jüngsten Behördenangaben auf mehr als 14.300. Mehr als 300 Menschen starben bislang an der Atemwegserkrankung.